Hallo, was machen Sachen? Ja, heute werden wir über das Your Boyfriend Game sprechen oder vielmehr über den Creator, der dahinter steht. Die Leute, die in meinem letzten Twitch-Stream schon dabei waren, wissen ja so grob, worum es geht. Ich bin nicht genauer darauf eingegangen, nur ich habe mich tierisch aufgeregt, dass der Creator halt sehr viel Scheiße gebaut hat oder halt Sachen macht, die nicht okay sind. Ich nutze dieses Video, um das halt ein bisschen genauer zu machen. Ich war halt mir nicht sicher, wie weit ich in Twitch gehen kann, was ich da sagen kann, ohne dass ich halt selber Ärger kriege, dass ich gebannt werde oder so. Auf YouTube habe ich jetzt gefühlt weniger Schwierigkeiten, weil was wollen sie machen, mir die Monetierung klauen? Ich habe ja noch gar keine, also Pech gehabt, ich rede jetzt drüber. Generell an alle, die jetzt, hier Trigger Warning, es wird jetzt um Missbrauch gehen, um jegliche Art von Missbrauch, sei es körperlich, seelischer oder halt auch sexueller Missbrauch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also es ist nicht so ohne, was passiert ist. Ich werde die Geschichte von einer Person erzählen, die halt in einer Beziehung mit beiden war. Und ja, das ist quasi jetzt meine Zusammenfassung, meine Kurzfassung von der Geschichte. Wer die komplette Geschichte in seiner ganzen Gänze lesen möchte, Link ist unten in der Beschreibung, ist ein Google Doc. Dort könnt ihr alles nachlesen mit Screenshot und so weiter. Ja, ich werde das jetzt hier möglichst kurz fassen und halt ja, in gebündelter Form jetzt wiedergeben. Wie gesagt, komplette Geschichte ohne Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr es durchlesen. Aber Achtung, es ist in Englisch. Nicht, dass sich einer wundert. Ja, ich sagte, ja. Okay, wissen wir Bescheid. Also, was ist jetzt eigentlich passiert? Was haben Melissa und ihr Mann Jake denn so gebracht? Melissa ist, wie gesagt, Erstellerin des Spiels Your Boyfriend. Und sie arbeitet halt auch freiberuflich als Illustrator. Und diese Geschichte fängt so an vor Pi mal Daumen 4 Jahren. Zu dem Zeitpunkt sind sie und ihr Mann halt, ja, so Ende 30, fast auf die 40 zu. Und sie haben sich eine Person angelacht, die, ja, die Hälfte ihres Alters ist. Ja, wie sie sich zuerst begegneten, war halt auch dieses Mädchen wirklich noch unter 18. Also sie war 17 zu diesem Zeitpunkt. Und es hat alles relativ harmlos angefangen. Sie haben sich miteinander beschäftigt, sie haben Roleplays gemacht, auch mit anderen Leuten zusammen. Und nach ist sie dann halt, dieses 17-jährige Mädchen, immer weiter in Gruppen gelandet, die halt für ein deutlich höheres Alter gedacht sind. Also die anderen Gruppenmitglieder waren so zwischen 25 und 40. Es wurde halt auch wirklich sehr stark in diese sexuelle Richtung gepusht von ihnen. Und ja, Melissa hatte sich zwar schützend vor sie gestellt, aber sie halt wirklich auch das komplett unterbunden hat sie auch nicht. Sie wurde teilweise auch in Sachen gedrängt. Also dieses Mädchen wurde in Sachen gedrängt, die sie jetzt erstmal nicht wollte. Es waren jetzt anfangs erstmal Roleplays und so weiter. War noch nicht so halb so schlimm. Aber es sind halt erstmal diese Sachen, wo man halt erstmal austestet, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich dieses Mädchen dazu bringen, das zu tun, was ich will. Das ist halt diese Geschichte, wie man sie halt so von diesen Grooming-Geschichten kennt. Erstmal abtesten, wie weit kann ich gehen, was kann ich alles bringen, ohne dass ich halt keine Konsequenzen davon trage. Sie haben uns sich auch ab und zu mal getroffen. Ja, was man dazu noch sagen muss, Melissa, ihr Mann und halt dieses Mädchen sind halt nicht, wohnen nicht sehr nah aneinander. Aber sie haben sich auch ab und zu mal getroffen, ein paar Mal auf jeden Fall. Ja, wie dieses Mädchen 18 geworden ist, ist sie auch von zu Hause weggelaufen. Sie hatte auch zu Hause halt auch kein schönes Zuhause. Sie hat halt sehr viele Probleme auch zu Hause gehabt und hat sich halt mit so gut wie keinem verstanden. Dafür ist dann halt die Beziehung erst mit ihr und Melissa immer größer geworden. Sie hat auch am Ende ihre Liebe gestanden und halt Melissa hat das akzeptiert und halt begeistert. Irgendwann kam dann auch ihr Mann Jake noch mit dazu, was halt von dem 18-jährigen Mädchen halt nicht verneint wurde und hat gesagt, sie wurde ja von beiden sehr, sehr, sehr stark betüttelt und halt mit Liebe überschüttet, dass sie jetzt halt da jetzt nicht so den Fehler drin gesehen hat. Sie hat das anfangs auch genossen, ja, weil sie hat das halt nicht gekannt und dann wurde sie von zwei Leuten halt wirklich mit Liebe bombardiert. Das kann ich schon verstehen, dass man da sich halt wohl fühlt. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wo sie nur 18 geworden ist, haben sie halt auch die Beziehung erweitert in halt die sexuelle Richtung, wie hätte es gedacht. Und nach einiger Zeit, wer hätte es gedacht, ist halt auch dieses Mädchen dann halt zu Melissa und Jake gezogen in halt ja, in den Kellerraum, der noch frei war. Nun war sie halt mit Jake, Melissa und halt ihren drei Kindern. Ja, die beiden haben schon drei Kinder zusammen. Das älteste Kind ist tatsächlich fast im gleichen Alter wie ja, dieses Mädchen, was halt sehr weird ist. Die Beziehung wird auch halt geheim gehalten, weil ja, es ist halt nicht so üblich, dass sich halt zwei erwachsene Menschen, die halt in einer Beziehungen sind, halt noch einen dritten heranlachen, der halt halb so alt ist wie sie. Ja, und nach ein paar Monaten hat er auch diese ganze Geschichte halt einfach in 180-Grad-Drehung gemacht und hat sich halt, ja, für dieses Mädchen sehr stark verändert. Und primär war es Jake, der da halt,
dazu beigetragen hat, der dann wirklich dieses Mädchen auch dazu gezwungen hat, halt mit ihm zu schlafen über verschiedene Wege. Es wird halt oft von ihr beschrieben, er hat sich dann halt wie ein Kind benommen, hat halt Wutausbrüche bekommen und hat sich halt sehr kindisch verhalten, wenn er nicht das bekommt, was er will, und sie halt wirklich dazu gezwungen, das zu machen, was er möchte. Er war anscheinend auch sehr in Sachen drin, die halt sehr schmerzhaft sind, was halt dieses Mädchen einfach über sich ergehen lässt, weil, ja, sie war halt verliebt, sie fand das halt normal und er hat das halt komplett ausgenutzt. Nach einiger Zeit hat Melissa anscheinend Gewissensbisse bekommen und wenigstens sie hat halt, diese Beziehung. Und so war es halt nur noch Jake, der sich halt an dem Mädchen vergriffen hat für mehrere Monate hinweg und hat halt wirklich sie manipuliert, dass halt er das bekommt, was er möchte. Und dem Mädchen ging es halt immer schlechter und schlechter. Ihr Gesundheitszustand wurde halt immer, ging immer den Bach runter. Dieser ganze Stress, Manipulation, dann ging halt auch so weit, dass auch das Mädchen halt sehr starke körperliche Beeinträchtigungen hat. Und als ihr ging es richtig, richtig, richtig scheiße und es wurde halt nicht drauf eingegangen. Es war ihm vollkommen egal. Er wollte das, was er will, durchsetzen und hat halt keine Rücksicht auf sie genommen. Es wurde halt immer weiter und weiter getrieben. Auch, dass sie nicht konnte, das war ihm vollkommen egal. Ja, nach einiger Zeit mit ihnen ist halt dem Mädchen so einiges klar geworden, auch über sich selbst. Das ist halt im Alter, wo man halt ein bisschen über sich selbst herausfindet. Sie hat halt für sich herausgefunden, dass sie halt doch lieber ein Junge sein möchte, also sie trans ist. Darauf wurde halt gar nicht eingegangen. Gab es auch einen Vorfall, in dem sie sich halt nur mal die Haare ein bisschen kürzer geschnitten hat. Und da gab es halt auch riesen Ärger von Jakes Seite aus. Und er wurde dann halt auch immer misgendert und man ist halt absolut nicht auf seine Bedürfnisse und sein Wohlwollen eingegangen, sondern immer nur, was er wollte, ist wichtig und was mit dem anderen Menschen ist, ist vollkommen egal. Ist halt auch lange, lange keinem aufgefallen, da dieser Junge halt auch kaum Kontakt nach außen hatte. Also ihm war es verboten, Freunde zu haben und wenn, dann durften sie schon gar nicht herkommen. Aber selbst nach einiger Zeit hat er dann doch Kontakte geknüpft und ihnen ist dann halt aufgefallen, dass es ihm immer, immer schlechter geht und halt, der hat sich dann immer nach und nach ein bisschen geöffnet und dann ist ihm halt auch klar geworden durch die anderen, dass das, was jetzt passiert, halt nicht in Ordnung ist, dass das halt alles falsch ist. Und ihm wurde dann halt nach und nach auch geholfen. Mittlerweile ist er halt zum Glück aus dieser Situation draußen. Er ist von Melissa und Jake getrennt, hat halt neues Zuhause, neue Freunde und ist halt in Therapie. Und ihm geht es jetzt anscheinend schon viel, viel besser. Es ist halt noch nicht alles überwunden, weil so lange ist das jetzt noch alles nicht her und sowas braucht Zeit, aber es geht ihm mittlerweile schon besser. Was halt auch eine Erleichterung ist, dass halt für ihn immerhin schon mal vorbei ist. Ja, und das ist halt so die Geschichte, so grob, was passiert ist. Ich habe jetzt einiges weggelassen, einfach nur, da ich jetzt nicht eine halbe Stunde drüber reden möchte. Wie gesagt, wer den vollen Inhalt lesen möchte, der kann das unten in der Beschreibung tun. Ich wollte halt nur mal ein bisschen drüber reden, auch ein bisschen, vielleicht Awareness. Ja gut, keine Ahnung, die 12 Leute, die das sehen, die haben eh keine Ahnung, also was soll's. Aber ich wollte einfach mal drüber reden, für die, die es interessiert. Es war auch gar nicht so einfach, jetzt drüber zu reden, aber war doch schön, dass ich einfach mal losgeworden bin. Oje, oje. Wie gesagt, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt sicher. Halt die Ohren steif, keine Ahnung, was man so sagt. Ich bin jetzt ein bisschen, so Zwiespalt. Bin runtergezogen, aber doch noch erleichtert. Mir ist irgendwie so ein Stein vom Herz gefallen, als ich drüber gesprochen habe. Aber das Thema an sich ist halt echt scheiße, drüber zu reden. Ich weiß nicht. Egal. Vielleicht lade ich das Video auch nicht hoch. Ihr werdet sehen.